Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. So, was tun wir denn heute? Infusing. Ach ja. Purification Chamber. Die abzugraden wäre sicher mal eine gute Idee. Was braucht man dafür? Nein, gib her das Ding. Ja. So. Nur zwei Circuits, okay. Na gut. Das machen wir mit Osmium. Eisen haben wir dabei. Redstone wenig. Haben wir noch viel? Das geht langsam ein bisschen zu Ende. Zwei Circuits. Was fehlt uns noch? Ach so. Ein Crafting Table fehlt uns. Jawohl, perfekt. Ich schätze mal, da kann er noch mehr storen. Also mehr Oxygen, oder? Keine Ahnung. Wäre natürlich sehr praktisch, wenn er das kann. Ach ja, wir hatten ja Energieausfall. Boah, schon wieder lange her, dass ich auch aufgenommen habe. Genau. We are out of energy. Ach ja, und wir hatten ja hier Upgrades. Wie schaut es hier aus? Das ist kein Upgrade. So die Frage, hatten wir hier eins oder nicht? Hier ist Energy, hier ist nix. Hier ist auch Energy. Ihr solltet ja genügend Energie haben für einmal. Für einen kompletten Durchlauf, ne? Sogar für zwei Platz. Warte mal, Energy Upgrade. Oh, da brauchen wir Enriched Alloys. Okay, warte, wie viel brauchen wir dafür? Zwei, das heißt, wir knallen hier mal 1, 2, 3, 4 rein. Hoppla. 1, 2, 3, 4. Wir noch Glas? Haben wir überhaupt noch Glas? Jo, haben wir. Nicht mehr viel, aber immerhin. Okay, was brauchen wir nochmal für diese Survival-Generatoren? Davon brauchen wir definitiv mehr. Ja. Furnace. Wie viel Platz haben wir da unten? Okay, dann machen wir hier vier weitere. Das bedeutet 4 Eisen, 8 Redstone. Wir haben noch 12. Redstone ist so gut wie weg. Dann brauchen wir auch 4 Öfen natürlich. Egal, machen wir gleich so viel, wie wir hier können. Was bauen wir noch? Bilder, aha. Eisen, Redstone, Eisen. Schlecht. Und da wir wenig Energie haben momentan, ist hier sehr vieles gerade eher schlecht. Ne? Der hat generell überhaupt zu wenig Energie, das schafft er nicht einmal gescheit einen Durchgang. Ne? Aber wir können ja mal Energy Upgrade machen. Hallo? The fuck war das jetzt wieder? So. Kann man das eigentlich noch weiter upgraden? Nein. Gut. Gas Upgrade, damit er
damit er weniger Gas wahrscheinlich verbraucht, also weniger Sauerstoff, nehme ich mal an. Der Crusher, der hat es auch noch nicht. Kriegt er auch noch. Ach, deshalb hatten die wahrscheinlich mehr Energie übrig. Oh, und Capacity, also ist nicht nur effizienter scheinbar, sondern hat eben auch mehr Energie, deshalb gingen hier zwei Durchgänge. Aber jetzt sind wir wieder hier sehr langsam unterwegs, aber gut, wir brauchen halt einmal das Eisen dringend. Sonst geht einmal gar nichts. So, also nochmal zurück zum Survival Generator. Einer. Und jetzt haben wir zu wenig Stein offensichtlich. Das ist nicht Stein, das ist Stein. Zwei. Drei. Vier. Jawohl, da mal. Haben wir gleich alle vier. Ausgezeichnet. Dann komm runter. Runter. Achso, wenn man ins Inventar schaut, dann bleibt er ja stehen. Frisch. So, dann brauchen wir die Kabel. Und Kohle natürlich. Jede Menge Kohle. Cable. Richtig? Jo. Die haben ja noch jede Menge drinnen überall. Schauen wir, was wir noch mehr bekommen. Das dachte ich mir, das dachte ich mir. Holz holen gehen. Keine Holzkohle mehr hier. Ja. Es ist sogar Tag. Was für ein Wunder. Creeper. Ich bräuchte mal gut 40 Holz, damit wir überhaupt 10 Kohle für jeden haben. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen mehr Holz abbauen. Da ist eine Hexe in der Nähe, aber die ist irgendwo unter uns. Die da drin sein? Nö. Na, warum können die nicht standardmäßig in die Modpacks gleich Shader einbauen oder zumindest Shader Support? Das wäre schon sehr hilfreich. Da gibt's viel Holz. Dankeschön. Okay, haben wir schon fast genug. Autsch. Das ist jetzt blöd. Gut. Wir pflanzen ein paar neue Bäume an. Damit wir das nächste Mal wieder welche haben. Wenn wir wieder Holz brauchen. Und wir werden wieder Holz brauchen. Hey, brauchen wir das nicht?
Wandeltropfen, ja, alles mögliche. Komische Pflanzen. Ach, da ist noch ein Baum. Oh, 37 Holz nur. Gut, muss reichen. Kartoffeln. Was können wir mit Kartoffeln eigentlich machen? Oh, der Culinary Generator. Ich schätze mal, den können wir füttern. Dankeschön. Einmal 2 Kohle für jeden. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Und nochmal 2. Hallo? Ist dir bewusst, dass das ein Input sein soll? Ach ey. Bei denen ist hier vorne noch kein Input offensichtlich. Richtig konfiguriert. Noch mal mehr Kohle für alle. Oh, die haben schon eine verbrannt scheinbar. Oder? Oder die haben die eine gleich in sich aufgenommen, das kann auch sein. Na schön, Hauptsache es läuft. Okay. Schaut's hier aus. Mhm. Kann man schon wieder ernten dann. Wie auch hier. Wir brauchen, glaube ich, mehr Platz. Vor allem unsere Truhe hier ist schon ziemlich voll langsam mit Stuff. So, jetzt muss ich da mal eine neue Axt her. Geht das auch mit Osmium? Es geht auch mit Osmium. Ist das gut? 500. Wir probieren es einfach aus. Sehen wir dann nicht, ob es gut war oder nicht. Könnte gut sein. Könnte gut sein. Kannst du dich gleichmäßiger brennen, Mann. Ja, das ist schon wieder eine... Was? Was? Oh oh. Oh 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 oh. Was ist denn hier für ein Bug? Oh nee. Was zum Henker? Was? Kann mir das mal einer erklären? Oh je, oh je. Okay, gut, 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 gut. Fuck. Na, großartig ist das. Wir dürfen hier so nicht nachlegen. Warte mal, wir haben jetzt da... insgesamt 9. Na toll. Jede Menge Kohle ging gerade verloren wegen einem Game-Breaking Bug. Wahnsinn. Sachen gibt's immer.
Nein, nicht du. Unglaublich, oder? Legst du mehr Kohle nach, der deletet die einfach. Wird einfach gelöscht. Der kann auch nicht gleichmäßig brennen. Fängt schon sehr gut an, oder? Warum ist jetzt auf einmal 11 Holz? Achso, die haben wir wahrscheinlich aus dem Ofen geholt. Ja, egal. Jetzt legen wir sicher nicht nach, erst wenn die leer sind. Sonst passiert wieder ein Unglück. Aus. Also den Generator könnte man nachher auch da unten platzieren, der was überschüssigen Wasserstoff verbrennen kann. Hopfen. Ah ja, wir wollten einmal ernten gehen wieder. Geerntet. Die werden wir jetzt auch nicht mehr nachpflanzen, weil wir nicht wissen, was wir damit tun sollen. Stattdessen kommen hier Kartoffeln. Das geht's jetzt wieder, ha? Huh? Haben jetzt langsam wieder Energie. Sagen die hier alle arbeiten. Aber man merkt, es ist immer noch zu wenig, vor allem für diese eigentlich, der schafft es ja nicht einmal eine Maschine hier laufen zu lassen. Oder drei, besser gesagt. Speed Upgrades. Da gibt es Speed Upgrades. Wo gibt es hier Speed Upgrades? Ich sehe hier keine Speed Upgrades. Oder sind das die hier? Nope. Increase the speed of operation. Power penalty level answer. Increases the number of items pulled to X stack. Mining upgrade, upgrade base. Was kostet das? Ach hey. Weighted pressure blade brauchen wir dafür. Und dann brauchen wir dafür noch Gold und Block of Redstone. Ui, das ist. Nein, das ist definitiv zu teuer, da brauche ich lieber mehr von denen. Warum liefern die jetzt momentan wieder so wenig Energie? Vorher war das doch genug und jetzt rennt da im Grunde rennen da drei Maschinen. Die sind ja alle voll. Und der packt's nicht. Sieht halt leider nicht, was die für einen Output gerade haben.
Es gibt auch noch den hier, der ist halt leider nicht mehr so effizient. Braucht auch einen Machine Block. Der Magmatic Generator, was kann der? Wahrscheinlich Lava verbrennen. Sollen halt hier mal fertig machen und dann schauen wir, wie es hier aussieht. Ich meine, die liefern jetzt nicht so viel Energie, dass man hier, dass die Kabel das nicht mehr packen. Das ist erst das dann endlich da oben, ha? Warte mal. Der rennt hier natürlich die ganze Zeit und der zieht uns die Energie weg, oder wie? Liegt's daran? Braucht der so viel Energie? Schau mal, was passiert, wenn der nicht läuft. Wie schnell wir hier arbeiten können. Da waren wir schon fertig. Schauen wir hier aus. Okay, die produzieren schon mal genügend Energie, um drei Maschinen hier zumindest mit den Efficiency Upgrade laufen zu lassen. Okay, das ist natürlich nur bedingt gut, aber wir können ja mehr von denen bauen, die sind recht billig. Wir müssen natürlich immer achten darauf, dass wir genügend Kohle haben. Gut, Freunde, aber das war es erstmal wieder für diesen Part. Ich bedanke mich dafür fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.